Moin zusammen, in diesem Video könnt ihr mich wieder auf einem meiner Flüge begleiten. Ich hatte die Gelegenheit, ein wirklich spannendes und innovatives Elektroflugzeug zu fotografieren. Für Interessierte unter euch habe ich noch ein paar coole Infos zu diesem Flugzeug zusammengetragen. Viel Spaß dabei! Da die C42 von Felix, die wir sonst für unsere Flüge nutzen, mit Zündproblemen in Itzehoe steht, haben wir heute die Dimona meines Vereins gebucht. Nach dem Start in Stade haben wir dann direkt die Frequenz gewechselt und mit Hamburg Turm Kontakt aufgenommen. Den recht komplexen Ablauf des Fluges hatten wir schon telefonisch vorher abgestimmt, aber hört einfach mal selber rein. Welchen Plan haben wir denn? Ja, welchen Plan haben wir? Das ist eine gute Frage. Also, wir fliegen nach Hamburg rein, aus Stade mit einem Motorsegler, treffen dann bei einem Pflichtmeldepunkt, der ungefähr Köbrenbrücke liegt, eine Discus 2 FES, also so ein Ding mit so einem Ventilator-Booster vorne drin, der den Piloten kühlt. Und der kommt aus Boberg im Airschlepp dorthin, klickt dann aus, der Airschlepper geht zurück und wir machen einen Fotoflug über Hamburg. So zumindest der Plan. Mal gucken, ob wir den umsetzen können. Auf jeden Fall interessant. Ja, definitiv. Schnurbeln gerade so mit knappen 170 in 2000 Fuß hier durch die Kontrollzone. Das ist schon ein cooles Reisen. Hier unten haben wir Rissen. Standteil, vorne kommt Blankenese, da ist Finkenwerder. Cockpitkühlung ist so ein bisschen dürftig, ne? Ja, also man merkt, ein bisschen Sommer. Ja, muss man hier so ein bisschen... Nachdem wir alle unsere Freigaben für unser Vorhaben innerhalb der Hamburger Kontrollzone bekommen haben, haben wir unsere Fotoposition zwischen Kühlbrandbrücke und Elbphilharmonie genauso einfach gefunden. Julian hat sich dann in Boberg mit dem Discus 2 FES schon startbereit gemacht. Eine Ausklingprobe bitte noch, ne? Zunächst erstmal im App-Schlepp nach oben. FES heißt dabei Front Electric Sustainer, was so viel heißt wie Frontunterstützungsmotor, der im Übrigen von LZ Design aus Slowenien geliefert wird und die inzwischen fast über 300 Flugzeuge damit ausgestattet haben. Ich finde das schon eine ganze Menge schon, die damit inzwischen durch die Gegend fliegen. Wir haben dann brav unsere Warteschleifen gedreht, da wir ein Vielfaches länger in der Luft bleiben können. Apropos in der Luft bleiben. Der Discus 2 FES kann mit 15 und 18 Meter Spannweite geflogen werden, wobei der Motor eine Leistung von ca. 30 PS hat und eine ungefähre Laufzeit von 45 Minuten im Horizontalflug. Das ist im Gegensatz zu vielen Automobilherstellern ein sogar richtig realistischer Wert. Ich habe zwischen dem ersten und dem letzten Foto aus den Metadaten genau 35 Minuten ausgelesen und Julian hatte nach der Landung noch etwas Restkapazität im Akku. Ja, Uniform Alpha jetzt auf eurer 6 Uhr Position. Gleiche Höhe. Das Treffen über dem vorher vereinbarten Zielpunkt hat ganz gut geklappt. Wir haben dann noch gleich versucht, ein paar Fotos von dem Breezer im Schlepp zu machen. Das hat aber leider nicht so richtig gut funktioniert. Also hieß es ausklinken, den Schlepper nach Hause schicken und endlich den Ventilator anmachen. Endlich war es soweit. Julian hatte die richtige Position zu uns, wir waren gemeinsam am richtigen Ort und hatten die richtige Geschwindigkeit und ich konnte den Auslöser drücken. Ihr hört das sicherlich schon, uns klingelten ganz schön die Ohren. Nicht nur, dass mein Fenster offen war, sondern auch in der Hamburger Kontrollzone war einiges los. Dafür hatten wir das Funkgerät zusätzlich noch auf Dual-Watch stehen und diejenigen von euch, die sich damit nicht so auskennen, dann hört man zwei Frequenzen gleichzeitig, kann aber nur auf einer sprechen. Das hatte den Vorteil, dass wir mit Julian uns ganz normal unterhalten konnten und gleichzeitig den Verkehr auf der Frequenz von Hamburg hören konnten. Kennender Fan von Elektroflugzeugen fand ich, dass es einer der entspanntesten Fotoflüge war, die ich bisher so mit Segelflugzeugen gemacht habe. Normalerweise hat man ja das Thema, dass in dem Moment, wo das Segelflugzeug ausklingt, es eher sinkt und man sich wieder Richtung Flugplatz orientieren muss.
Beim FES kann man wunderbar, ganz fein die Höhe dosieren und kann quasi in der gleichen Höhe neben dem Fotoflugzeug hinterherfliegen oder nebenherfliegen. Das finde ich großartig. Und auch wenn Kritiker jetzt sagen werden, man hat insgesamt weniger Reichweite an Bord mit diesem Elektrosystem, sei es nur in Form von Höhe, die man ersteigen kann, oder in Form von Entfernung, die man fliegen kann, finde ich, ist es ein unglaublich gutes System. Es ist super einfach zu bedienen, wenn ihr aber genau mal hinguckt, wie einfach Julian die Leistung regulieren kann mit der linken Hand und dem Drehpodi, einfach großartig und deutlich weniger fehleranfällig. Wie schon angedeutet, noch ein paar Gedanken zum Flugzeug. An sich ist das ja eine relativ alte Konstruktion. Der Discus 2 hat ja seinen Erstflug 1997. Aber ich glaube, dass das Flugzeug und die Konstruktion durch den Elektromotor deutlich profitiert haben. Denn es ist ein Flugzeug ohne Wölbklappen, das relativ einfach zu fliegen ist und mit dem E-Motor sehr leicht zu bedienen ist. Ja, aber einiges los hier in der Hamburger Kontrollzone. Wir haben dann Fotos gemacht mit Segelflugzeug und Elbphänomen im Hintergrund. Und durch den Wind sind wir immer wieder nach Norden versetzt worden, mussten unsere Kreise immer wieder verlagern. Ich habe gar nicht genau hingeguckt während des Fluges, ob auf der Aussichtsplattform der Elbphänomenie, ob da Leute standen. Ich habe es tatsächlich nicht genau sehen können. Wer von euch an dem Tag zufällig unten war und uns gesehen hat, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Speicher gerade ausgelassen, schreiben nicht möglich. Denjenigen von euch, die bis hier dran geblieben sind, will ich den Originalton nicht vorenthalten. War tatsächlich einiges los dort auf Frequenz, war ja auch schließlich 1. Mai. Jetzt stellt euch vor, wir hatten noch das Fenster offen, die Kommunikation mit Julian lief quasi parallel. Ja, einiges los, plus nach dem Flug haben wir uns ganz schön die Ohren geknallt. Hört mal rein. Alles klar, verstanden. Nach dem Funkspruch von Julian haben wir dann noch 2-3 Kreise gedreht und ihn dann aus der Kontrollzone heraus in Richtung Boberg begleitet. Ihr habt sicherlich mitbekommen, ich bin Fan des Elektroantriebs und ganz besonders des FES. Guckt mal, wie einfach das ist, den Motor abzustellen. Man muss einfach am Podi drehen, Propeller geht in die richtige Stellung. Kein Einklappen des Triebwerks mehr, wirklich großartig. Und wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.